Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich unser russischen so ein Herbstsalat Vinaigrette. Und so sieht er aus. Es ist wirklich sehr lecker und wird zubereitet sehr, sehr schnell. Es kann man schon vorher die Gemüse alle kochen und dann braucht man nur schnell schnippeln. Schaut, wie toll sieht es auf dem Teller. Richtig, richtig lecker. Und bei uns ist meistens, hat man angefangen, diesen Salat zu machen, wenn es draußen jetzt kalt wird, Herbst, kalte Herbsttage und dann zum Winter. Und fast auf jedem Fest steht dieser Salat auf dem Tisch. Zum Beispiel zum Silvester, zum Weihnachten. Das ist ein beliebtester Salat bei uns in meiner Heimat. So, liebe Freunde, und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich den heute zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich zeige euch Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Aber bevor es das weitergeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen ersten Mitgliedern. Dankeschön für euer Vertrauen. Ich werde mich noch engagieren. Ich brauche nur ein bisschen noch mehr Zeit. Vielen, vielen lieben Dank. Aber jetzt viel Spaß beim Video anschauen. Folgende Zutaten habe ich vorbereitet. 3 Möhren gekocht, 5 Pellkartoffeln, es kommt darauf, wie groß sind die und wie viel möchtet ihr gerne zubereiten. Dann so ungefähr mittlere 4 rote Beete, auch gekocht, 3 Gewürzgurken, ungefähr 300 Gramm Sauerkraut. In meinem Fall ist es selbstgemachte Sauerkraut. Wenn ihr gekaufte nehmt, probiert ihr erstmal, wie sauer ist sie. Wenn es zu sauer ist, gebt ihr auf den Sieb und kurz unter dem kalten Wasser. Nur kurz. Und das ablaufen lassen. Und dann wird sie nicht so bissig sauer. Ungefähr 100 Gramm grüne Erbsen aus der Dose. Dann brauchen wir noch rote Zwiebel, kann man natürlich auch weiße nehmen. Und mit denen fangen wir auch an. Und natürlich ein paar Gewürze, Salz, Pfeffer, Essig, Öl und so weiter. Wir fangen an, dass wir erstmal den Zwiebel klein schneiden. Und wir werden ihn kurz marinieren. Bis dass wir alle Gemüse geschnitten haben, wird unsere Zwiebel mariniert. Dann ist er nicht so scharf ist und nicht so bissig. Obwohl rote Zwiebel ist trotzdem auch lecker, aber dann auch Salat kann ein paar Tage sogar stehen, wird nicht schlecht, wenn wir jetzt die Zwiebel mit heißem Wasser übergießen. Geben wir in eine Schale und geben drauf kochend heißes Wasser. Dann so ein Teelöffelchen Zucker und ganz bisschen auch Essig, so ungefähr 1-2 Teelöffel. Umrühren und an die Seite stehen. Und jetzt fangen wir einfach unsere alle Gemüse klein schneiden und in eine Schüssel geben. Ich fange mit rote Beete an. Alles schneiden wir in kleine Würfel. So, richtig klein. Und schneiden wir komplette Gemüse so klein. Auch Möhren, erstmal in Scheiben. Kann man auch nice Dice nehmen und damit auch in Würfel schneiden, wie ihr gerne möchtet. Auch so. Genauso auch Kartoffeln und die Gurken. So, Gemüse haben wir jetzt klein geschnitten, alles in kleine Würfelchen. Jetzt geben wir noch Sauerkraut dazu. Geben wir Zwiebel auf den Sieb. Auch dazu. Und dann können wir gleich schon Öl dazu geben, dass es sich alles so gut miteinander vermengt und durch das dann die rote Beete wird alles so schön eingefärbt. Deswegen auf die rote Beete ein bisschen mehr Öl drauf geben.
Erstmal nur ein bisschen und dann probieren und dann seht ihr, wie viel Esslöffel braucht ihr. Aber so ungefähr 3-4 Esslöffel reicht schon. So, und werden wir jetzt das alles miteinander vermengen. Schaut, wie freundliche Farbe nimmt unser Salat auf. So, noch ein bisschen muss man, jetzt sieht man, es ist ziemlich trocken. So, und jetzt können wir das alles anwürzen. Ich gebe eigentlich nur Salz und Pfeffer und danach noch ein bisschen frische Kräuter oder gefrorene Kräuter dazu geben. Eventuell Paprika edelsüß kann man auch dazu geben. Gebe noch Salz, Paprika edelsüß und ein bisschen Kräuter. In meinem Fall jetzt der Schnittlauch, hier ein bisschen Petersilie und dann zum Schluss auch grüne Erbsen. Eventuell kann man auch grüne Erbsen gefrorenen nehmen. Die blanchieren erstmal kurz und auch dazu geben. Aber früher hat man immer mit konservierten Erbsen gemacht. So, gut umrühren, probieren. Wenn nötig ist, abschmecken. Wenn es Säure nicht reicht, kann man ein bisschen auch Essig dazu geben. Es ist dann abschmecken nach Geschmack, wie gerne mal einer mag. Wenn es Sauerkraut ist, zu sauer, dann braucht man auch kein Essig dazu geben. So, jetzt probiere ich. Ich glaube, darf ich jetzt hier gar nichts reinmachen. Und sogar nicht mal Essig, es ist angenehme Säure. Und wie gesagt, wenn das ihr möchtet, gerne ein bisschen säuerlich haben, einfach Balsamico-Essig oder Apfelessig dazu geben. Was jetzt wichtig ist, diesen Salat mindestens 2 Stunden ziehen lassen, einfach im Kühlschrank und dann servieren. Und dann schmeckt er am besten. So, liebe Freunde, wir sind heute wieder mal fertig, haben wir uns leckeren Salat gemacht. Und ich würde mich sehr, sehr freuen über eure Kommentare, wenn ihr das nachmacht, wie es hat euch geschmeckt. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!